Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir vor kurzem ein Panzerglas für mein Samsung Galaxy Tab S6 Lite gekauft, und zwar das ELTT Panzerglas. Das hatte auf Amazon recht gute Bewertungen und das werde ich gleich unboxen und im Anschluss testen. Die Testkriterien werden sein, inwieweit man noch auf dem Tablet damit schreiben kann, denn das ist ja das Allerwichtigste. Weil was bringt es mir, wenn ich zwar ein Schutzglas habe, aber das Schreiben funktioniert nicht mehr richtig? Das nächste wird sein, verhält sich irgendwie die Darstellung des Displays, wenn da Panzerglas drauf ist? Klar, das ist ein bisschen dunkler wird es normal, aber inwieweit merkt man es überhaupt, dass man ein Panzerglas drauf hat? Und ansonsten hoffe ich, dass ich nicht testen muss, inwieweit das Panzerglas bei einem Sturz hilft. Aber im Allgemeinen sollte ja bekannt sein, dass eine Schutzfolie oder ein Schutzglas vorher Kratzern schützt. Also packen wir das Ding mal aus. So, das Tablet kommt in einer großen Kartonverpackung, die ist scheinbar noch gepolstert. Die machen wir jetzt direkt mal auf. Okay, was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Anleitung, Gerät reinigen. Dann haben wir hier Stick Film Installation Tools. Okay, schauen wir da gleich mal rein, was da drin ist. Okay, wir haben hier ein kleines Mikrofasertuch, Alkoholpads, Cotrel Process Sticker. Ich nehme an, das sind Sticker, mit denen man den Staub entfernen kann, bevor man sein Glas anbringt. Ansonsten haben wir als Inhalt zwei Panzergläser. Die Panzergläser sind auch noch ganz. Das ist in der einen Sache ganz gut, wenn man es entweder mal falsch aufträgt, dann hat man gleich ein zweites Panzerglas. Oder alternativ, falls eben das erste kaputt geht, hat man gleich ein zweites. Das ist sehr schön, dass das so bei dem Preis inbegriffen ist. So, das war der Packungsinhalt, was jetzt so bei diesem Panzerglas dabei ist. Da war jetzt nichts Überraschendes dabei. Mikrofasertuch, Panzergläser, Staubentferner. Wir sehen uns in einer Woche und dann berichte ich euch, ob das Panzerglas was taugt. So, jetzt ist eine Woche vergangen. Ich habe das Tablet mit dem Panzerglas einige Zeit genutzt, habe auch in Vorlesungen mitgeschrieben. Und ich kann sagen, das Panzerglas ist auf jeden Fall ziemlich gut. Das Schreiben wurde auf keinen Fall beeinträchtigt, das hat wunderbar funktioniert. Ganz am Anfang dachte ich, dass der Widerstand beim Schreiben jetzt etwas höher ist. Das kann sein, aber das macht das Schreibgefühl eher angenehmer als schlechter. Und auch wenn man jetzt dann zum Beispiel Fotos oder Videos anschaut, dann merke ich persönlich keinen Unterschied. Man liest im Internet bei anderen Rezensionen, dass es eventuell etwas dunkler wirkt, das Display. Das ist mir persönlich aber nicht aufgefallen. Und auch die Farben bleiben ziemlich gleich. Dementsprechend Daumen hoch für das ELTD Panzerglas. So, für ein Review war das ziemlich kurz, aber mehr gibt es wirklich nicht zu sagen. Ich bin zufrieden und kann dieses Panzerglas tatsächlich ohne Einschränkung weiterempfehlen. Ich war anfangs skeptisch und habe mir gedacht, ich bestelle mir eins für diesen Kanal und ja, ich wurde sehr positiv überrascht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und ein Abo und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!